Jazz ist ja eine universelle Musik, ist ja für mich immer noch die universellste Musiksprache der heutigen Zeit. War es im 20. Jahrhundert, ist es auch noch im 21. Jahrhundert. Das ist eine Musik, die kann alles absorbieren und bleibt immer Jazz. Das ist das Wunderbare an dieser, wie ein Chamäleon, diese Musik. Das heißt, Sie können Folklore, Sie können Bossa Nova machen, Sie können asiatische Musik einfließen lassen, Sie können arabische Musik einfließen lassen und immer bleibt schließlich entstehen Jazz und es bleibt Jazz. Und das finde ich so schön an dieser Musik, das ist dieses Faszinierende. Und das wissen Sie, und dass diese Jazzmusik eigentlich sehr viel beeinflusst hat. Die ganze Popmusik im 20. Jahrhundert ohne, wäre gar nicht möglich in der Form, wie sie heute existiert, ohne den Jazz, ohne den Blues natürlich auch. Aber all das, das ist ja das, was der Jazz ausmacht und was hier auch spürbar ist auf diesem Festival. Also diese Lebendigkeit dieser Musik, die kann man hier erleben. Man kann hier erleben, dass diese Musik lebt, dass sie in verschiedenen Sprachen mit vielen Farben sich ausdrückt. Und das ist so ein wunderbares Gefühl, was hier vermittelt wird und was wir, glaube ich, was hoffentlich viele Leute mitbekommen. Lebendigkeit finde ich ein gutes Stichwort. Gerade die Performance, das Konzert, das war ja auch enorm lebendig. Die meisten Musiker, ich glaube sogar alle, sind über 60 Jahre, weit über 60 Jahre. Sie haben jetzt ihren 70. Geburtstag gefeiert, ja. Anfang dieses Jahres. Ja. Wie kommt das, dass man dann noch so lebendig, noch so frisch und kraftvoll musizieren kann? Das ist, glaube ich, auch natürlich, das geschieht einfach durch diese Musik. Ich glaube, diese Musik, die hat uns so fasziniert, dass wir auch von ihr nicht loslassen können. Und es ist natürlich auch so, man muss generell sagen, ein Künstler ist insofern doch schon ein Künstler sein, sagen wir mal so, ist etwas anderes, als einen bürgerlichen Beruf nachzugehen. Das heißt, ein Künstler wird immer Künstler bleiben, so lange, bis er tot ist. Bis er wirkt buchstäblich, am liebsten würde ich mir wünschen, auf dem Podium umzufallen. Und dann bin ich aber möglichst noch lange hin, davon abgesehen. Aber man kann sich ja vorstellen, ein Schriftsteller wird niemals seinen Bleistift weglegen, weil er 65 geworden ist. Und ein Maler nicht seinen Pinsel, ein Musiker nicht sein Instrument. Weil es ist einfach so, dass ein Künstler immer ein Künstler bleibt. Und gerade im Alter kann man eigentlich unter Umständen die reifsten Leistungen vollbringen, weil man dann zurückblicken kann auf Dinge, die man erlebt hat und die man vielleicht noch nicht gemacht hat, die man aber kennt und die man in sich spürt. Und insofern sehe ich auch im Alter überhaupt keine Möglichkeit, diese Musik, sofern das physisch natürlich noch möglich ist, auszuführen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich immer noch spielen kann. Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Dankeschön.